Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 64 von Elder Scrolls Lore. Und in dieser Folge geht es um die Dunmeer, die Dunkelelfen von Morrowind und ihre Vorfahren, die Chimer. Und die Geschichte der Dunmeer und der Chimer beginnt mit Boethia, dem Daedra, den wir in der letzten Folge betrachtet haben. Denn in der mythischen Ära trauerten die Altmeer, die ursprünglichen Elfen, ihrer Unsterblichkeit nach und sahen sich durch Lorkhan um ihre Stellung als göttliche Ätader betrogen. Doch dann kam Boethia zu einigen der Altmeer und überzeugte sie von einer anderen Ansicht. Davon, dass die Elfen der Unsterblichkeit unwürdig waren. Boethia lehrte ihnen, dass das sterbliche Leben eine Prüfung war, die sie bestehen mussten, um sich für die Unsterblichkeit wieder als würdig zu erweisen. Diese Gruppe von Elfen nannten sich nun Chimer, was so viel bedeutet wie die Veränderten. Und unter der Führung von Boethia und ihres Propheten Veloth spalteten sich die Chimer nun von den Altmeer ab. Dieses Ereignis wurde als der Exodus der Chimer bekannt und sollte sie nach Morrowind führen. Doch Trinimak, einer der höchsten Götter und Helden der Altmeer, wollte die Abtrünnigen aufhalten, um sie vor dem Einfluss eines Daedras zu schützen. Boethia aber besiegte Trinimak und so konnten die Chimer die anderen Elfen hinter sich lassen. Sie zogen dann nach Morrowind, das die Chimer als Restain bezeichneten und ließen sich dort nieder, um eine eigene Kultur aufzubauen. Boethia war dabei allerdings nicht der einzige Daedra, der die Chimer führte. Es war Azura, die ihnen die Geheimnisse lehrte, die sie brauchten, um ein eigenes Volk zu werden und keine Altmeer mehr zu sein. Und es war Mephala, die den Chimer die Künste der Verborgenheit und des Mordes lehrte. Diese Werkzeuge und Lehren der drei guten Daedra, als die Chimer, Boethia, Azura und Mephala anbeteten, sollten ihnen helfen, in der chaotischen Zeit der mythischen Ära zu bestehen. Und diese Hilfe brauchten die Elfen auch, denn in Morrowind, oder Restain, wie die Chimer es nannten, wurden sie von vielen Kriegen, Konflikten und Kämpfen erwartet. Vor allem die Dwemer und die Vorfahren der Nord waren ihre Feinde und diese waren ihnen technologisch und zahlenmäßig weit überlegen, da die Chimer zwar als gute Kämpfer bekannt waren, aber eben nur eine sehr kleine Gruppe waren. Dennoch wurden aber die meisten dieser Konflikte auch von den Chimer selbst provoziert. Zum einen durch die Anbetung der Daedra und zum anderen, weil sie immer wieder in das Land der Dwemer eindrangen, die schon vor ihnen Morrowind gesiedelt hatten. Aber als vereintes Volk gelang es den Chimer, trotz aller Feinde und der vielen Niederlagen, die sie in dieser Zeit auch einstecken mussten, zu bestehen und sie errichteten in Morrowind die Velothi-Hochkultur. Gegen Ende der mythischen Ära begann die Velothi-Hochkultur allerdings wieder zu zerfallen, teils durch Angriffe von außen, teils durch innere Konflikte. Und schließlich zerbrach das Volk der Chimer in viele Fraktionen. Zum einen entwickelten sich die Aschländer, die als barbarische Nomaden den Fall ihrer Kultur überstanden. Und auf der anderen Seite schlossen sich viele der Familien der Chimer, die miteinander Verwandtschaften pflegten, zu großen Clans zusammen, die als die großen Häuser von Morrowind bekannt wurden. Diese Häuser hatten dabei bald untereinander viele Konflikte und Kämpfe, die nach den Lehren von Mephala häufig mit Mord und Anschlägen geführt wurden. Diese innere Zersplitterung der Chimer schwächte sie allerdings und so wurde Morrowind schließlich im Jahr 240 der ersten Ära durch die Nord unter Führung von Hochkönig Frage erobert und in das erste Imperium der Nord eingegliedert. Diese Invasion und Herrschaft der Nord führte im Jahr 416 der ersten Ära schließlich dazu, dass sich die Chimer und die Dwemer verbündeten und den ersten Rat gründeten. Geführt wurden die Dwemer dabei durch ihren Hochkönig Dumak und die Chimer durch Indoril Nerevar, dessen Wiedergeburt der Nerevarin der Spieler von Elder Scrolls Morrowind ist. Die Berater von Nerevar waren dabei Vivek, seine Frau Almalexia und Sothasil. Der Krieg mit den Nord endete dann schließlich in der ersten Schlacht am Roten Berg, mit einem Sieg der Chimer und Dwemer, woraufhin die Nord aus Morrowind vertrieben wurden. Doch die Allianz zwischen den Dwemer und den Chimer hielt trotz der Freundschaft zwischen Nerevar und Dunmak
nicht lange. Denn als die Chima erfuhren, dass die Dwemer versuchten, mit dem Herz von Lorcan den mechanischen Gott Numidium zu erschaffen, wollten sie sie davon abhalten. Dieser Konflikt führte dann im Jahr 700 der ersten Ära zur zweiten Schlacht am Roten Berg. Und am Ende dieser Schlacht waren die Dwemer verschwunden und Nerevar war tödlich verwundet. Das Herz von Lorcan und die mächtigen Werkzeuge der Dwemer fielen daher in die Hände von Vivek, Almalexia und Sothasil. Und diese schworen vor Nerevar und Azura, diese Werkzeuge niemals einzusetzen. Sothasil aber brach dieses Versprechen und benutzte die Werkzeuge und das Herz von Lorcan. Und so erlangten er, Vivek und Almalexia gewaltige Macht und wurden zum göttlichen Tribunal. Zu den genauen Ereignissen am Roten Berg und dem Tribunal gibt es auch schon eine eigene Folge. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wichtig ist an dieser Stelle aber, dass dieser Eidbruch des Tribunals auch die Geburtsstunde der Dunmer war. Denn Azura war erzürnt über diesen Verrat und sie bestrafte nicht nur das Tribunal, sondern verfluchte alle Chimer. Ihre Haut wurde grau wie Asche und ihre Augen rot. Und das Volk der Chimer verschwand und die Dunmer, die Dunkelelfen, traten an ihre Stelle. Die einzigen von ihnen, die weiterhin die Attribute der Chimer behalten konnten, waren Almalexia und zumindest zur Hälfte Vivek. Trotz dieses enormen Einschnitts durch den Fluch von Azura blieben bei dem neuen Volk der Dunmer aber viele Aspekte der alten Kultur der Chimer weiterhin erhalten. Doch von nun an herrschte das göttliche Tribunal über Morrowind. Vivek, Almalexia und Sothasil ersetzten dabei auch Boethia, Mephala und Azura als die Götter der Dunmer und wurden von diesen im Tempel des Tribunals angebetet. Und für viele Jahrhunderte regierte das Tribunal auch Morrowind und die Dunmer. Eine Ära, die als das goldene Zeitalter des Tribunals bekannt wurde. In dieser Zeit wurde Morrowind zu einer großen Macht, auch wenn seine Gesellschaft weiterhin in die großen Häuser und die wilden Aschländer aufgeteilt wurden. Wobei die Aschländer die Anbetung des Tribunals verweigerten und weiterhin die Daedra verehrten. In den Jahren 2700 bis 2703 der ersten Ära wehrte das Tribunal, maßgeblich Vivek dabei, zusammen mit dem Kaiserreich eine erste Invasion aus Akavir ab. Im Jahr 2840 brach dann aber Krieg mit dem Kaiserreich aus, der bis ins Jahr 2920 der ersten Ära andauerte. Als dann die große Invasion aus Akavir im Jahr 572 der zweiten Ära Tamriel erreichte, schlossen sich die Dunmer im Ebenherzpakt mit den Nord- und den Argoniern zusammen. Und als Teil dieser Allianz nahmen die Dunmer dann auch später im Jahr 580 der zweiten Ära am Krieg der drei Banner teil. Im Jahr 882 der zweiten Ära kehrte dann aber Dagoth Ur, der mächtigste Feind des Tribunals, zurück. Und da das Tribunal nun seine volle Aufmerksamkeit auf diesen einen Gegner richten musste, der ihnen den Zugang zu Lorcans Herz blockierte und damit ihre Göttlichkeit in Gefahr brachte, wurde die Position des Tribunals und der Dunmer schwächer. So akzeptierte Vivek überraschenderweise eine diplomatische Lösung, als Tiber Septim im Jahr 896 der zweiten Ära seinen Blick nach Morrowind richtete. Und so wurde Morrowind über ein Abkommen eine Provinz des Kaiserreichs. Die Dunmer aber wurden dafür weiterhin größtenteils durch ihre eigenen Häuser und das Tribunal selbst regiert. Und so änderte sich für die Dunkelelfen nur wenig, als das Kaiserreich die Führung übernahm. Anders war es dagegen dann im Jahr 427 der dritten Ära, als der Nerevarin erschien und sich die Ereignisse von Elder Scrolls 3 Morrowind abspielten. Und am Ende dieser Ereignisse war Dagoth Ur vernichtet, das Herz von Lorcan verschwunden und das Tribunal untergegangen. Dies führte zu einer Zeit des Chaos für die nun führerlosen Dunmer, da auch der Nerevarin sie verließ. Doch es kam noch viel, viel schlimmer für sie. Denn nur wenige Jahre später ereignete sich die Oblivion-Krise, die von den großen Häusern kaum abgewehrt werden konnte. Und es war maßgeblich dem Haus Redoran zu verdanken, dass Morrowind nicht vollständig überrannt wurde. Und dann erneut, nur wenige Jahre später, im Jahr 5 der vierten Ära,
ereignete sich das Rote Jahr mit dem Ausbruch des Roten Berges. Eine Katastrophe, die Morrowind schwer erschütterte und verwüstete. Und schließlich griffen dann nur ein weiteres Jahr später, im Jahr 6 der vierten Ära, die Argonier die Geschwächten Dunmer an, um Rache für die Jahrhunderte der Sklaverei zu nehmen. Sie brachten noch mehr Leid und Verwüstung über Morrowind und die Dunkelelfen, bevor diese die Argonier endlich vertreiben konnten. Bis heute haben sich die Dunmer noch lange nicht von dieser Serie aus äußerst schweren Schlägen erholt, aber sie haben überlebt. Und dabei haben sie auch ihre alte Kultur, die noch von den Chimer stammt, erhalten können. Bis heute ist die Gesellschaft der Dunmer dabei in die großen Häuser von Morrowind und die freien und wilden Aschländer aufgeteilt, wobei die Häuser über den großen Rat von Morrowind diese Provinz regieren. Allerdings gibt es als Bedingung für den Pakt mit dem Kaiserreich auch einen König von Morrowind, der aber lediglich als ein Ansprechpartner und Repräsentant des Kaiserreichs fungiert und weniger echte politische Macht besitzt. Mehr zu den großen Häusern, von denen jedes einzelne seine eigene Geschichte und Bedeutung hat und die großen Einfluss auf die Kultur der Dunmer haben, findet ihr im Übrigen in Folge 52 von Elder Scrolls Lore mehr. Auch die Lehren von Boethia und Mephala und Azura prägten die Dunmer sehr. Besonders da die Anbetung der Daedra nach dem Fall des Tribunals in Form des neuen Tempels nach Morrowind wieder zurückkehrte. Und auch heute noch werden die drei guten Daedra von den Dunmer verehrt, während Molag-Bal, Merunes Dagon, Malakath und Sheogorath als die Feinde und Prüfer der Dunmer gesehen werden, die es alle zu überwinden gilt, um sich für die Unsterblichkeit als würdig zu erweisen. Die Aschländer waren dabei die einzigen Dunmer, die das Tribunal nicht alle angebetet hatten und den Daedra stets treu geblieben waren. Maßgeblich, weil diese Nomaden die großen Häuser ablehnen und lieber frei umherziehen und nach ihren eigenen Gesetzen und Regeln leben wollen. Aber auch die Kultur der großen Häuser ist sehr stark von den Daedra geprägt. Noch heute ist nach den Lehren von Mephala Mord ein beliebtes und vor allem gesellschaftlich auch akzeptiertes Mittel, um politische Konflikte zu lösen. Und diese Konflikte und das Ringen um Macht zwischen den Häusern und auch innerhalb der Häuser geht bis heute ununterbrochen weiter. Die Gesellschaft der Dunmer wird von anderen Völkern wegen dieser Art der Politik und wegen der Anbetung der Daedra oft als grausam, brutal und seltsam empfunden, zum Teil geradezu als gefährlich. Die Dunmer selbst gelten dabei als distanziert, zurückhaltend und stets vorsichtig und werden manchmal aber auch als machthungrig beschrieben. Und das sind sie zu einem gewissen Grad auch, wenn auch nicht unbedingt für sich selbst allein. Denn meist geht es eigentlich darum, die Macht ihres eigenen Hauses zu verstärken und nicht ihre persönliche Macht. Oder sogar die des gesamten Volks der Dunmer. Denn noch immer gilt für die Dunmer die ursprüngliche Lehre von Boethia. Die Dunmer müssen die notwendigen Prüfungen des Lebens bestehen, um sich für die Unsterblichkeit als würdig zu erweisen. Und dazu müssen die Dunmer als Haus und als gesamtes Volk auch nach Stärke streben. Anderen Völkern misstrauen die Dunmer dabei meist sehr, sind Fremden gegenüber nur wenig freundlich gesinnt und sehen sich selbst oft als überlegen an, da sie die Prüfungen zur Unsterblichkeit tatsächlich bestreiten. Dieser Gedanke der Überlegenheit zeigt sich vor allem darin, dass die Dunmer über die Jahrhunderte hinweg andere Völker versklavt haben. Dabei vor allem die Argonier, die praktisch seit jeher die Opfer und Feinde der Dunmer sind. Die Sklaverei wurde dabei auch zu einem wichtigen Standbein der Wirtschaft von Morrowind, wo in manchen Teilen des Landes Sklaven überall eingesetzt werden. Von der Arbeit auf dem Feld bis hin zu den reichen Ebenerzminen, für die Morrowind bekannt ist. Getestet wurde die Stärke der Dunmer, wegen der sie sich manchmal für so überlegen halten, auf jeden Fall oft genug im Laufe ihrer Geschichte. Von den ersten Tagen als Chimer, als sie als kleine Gruppe gegen deutlich mächtigere Dwemer und Nord kämpften, bis hin zur Oblivion-Krise, dem Ausbruch des Roten Berges und der Invasion der rachsüchtigen Argonier, die die Dunmer in so kurzer Folge trafen, haben sie bisher alles überstanden.
Und auch wenn diese jüngsten drei Katastrophen sie sehr schwer getroffen haben und sich die Dunmer noch bei weitem nicht von diesen Schlägen erholt haben, so scheint es dennoch, dass die Dunkelelfen auch weiterhin die Prüfungen des Lebens bestreiten werden. Bis sie sich, wenn man den Worten von Boethia trauen möchte, deren Sterblichkeit als würdig erweisen. Ganz gemäß dem Motto, was ein Dunmer nicht umbringt, macht ihn nur stärker. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Elder Scrolls Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Elder Scrolls Lore.